Alle verhungern bei mir. Bei Basti ist auch irgendwas los. Hallo Basti. Hallo Was geht Dennis. bei dir ab? Ich darf die Wahl nicht beeinflussen. Ja, ich konnte jetzt gerade kein Tribut zahlen an irgendwen. Hab's mir nicht genau angeguckt. Ich habe gerade kein Geld, um Tribut zu zahlen. Ich habe gerade das Problem gehabt, dass zwischen den Folgen meine Leute plötzlich keine Nahrung mehr hatten, weil es langsam so mit minus 1, minus 2 runtergegangen ist. Habe ich nicht beachtet. Plötzlich war gar keine Nahrung mehr da, so insgesamt im ganzen Reich. Und plötzlich haben alle gestreikt, weil wenn keine Nahrung mehr da ist, dann setzt man sich halt auf seinen Hosenboden und ist sauer und arbeitet nicht mehr auf den Feldern und dann ist noch weniger Nahrung da und plötzlich war minus 20 Nahrung. Ich kam da überhaupt nicht mehr raus. Aber eine freundliche Spende von Basti hat mich wieder zumindest auf 200 Nahrung gebracht und jetzt hatte ich kurz Zeit, um neue Hydrokulturfarmen und sowas zu bauen. Und jetzt müsste ich eigentlich gleich wieder bei plus minus 0 sein. Forschen wir mal die Rumpfstärke Zerstörer. Ich muss ja eigentlich nur noch ein Nahrung mehr produzieren. Dann bin ich ja wieder bei Plus. Nahrungsplus. Und dann geht es hoffentlich auch wieder alles ein bisschen besser. Ja, die Zufriedenheit in meinem Reich ist total schwierig zu handeln. Das nervt mich gerade am allermeisten, dass die Zufriedenheit halt einfach so mega niedrig ist. Dass die alle total genervt von mir sind und mich alle hassen, obwohl ich ihnen jetzt nicht bewusst irgendwas getan habe. Ich hab sie ja sogar, ich hab quasi die Sklaverei abgeschafft. Wahrscheinlich hat das schon wieder der Hälfte der Leute hier nicht gefallen. Die Fraktionen sind ja so stark mittlerweile bei mir, dass die, keine Ahnung, denen passt irgendwie so gut wie nichts, was ich mache, habe ich das Gefühl. Ja, die einen hier, die mögen mich nur, wenn ich einen Leviathan töte und die ganze Zeit im Krieg bin. Ja, wie soll ich denn da... Das ist 30% meines Volkes und die mögen mich nicht, weil ich nicht total sinnlose Sachen die ganze Zeit mache. So, ja, toll. Voll bescheuert, ey. Da stimme ich dir mal voll und ganz zu. Also, das ist doch nur wirklich, das ist doch einfach nur blöd. Was soll ich denn da machen? Soll Wollen ich jetzt meine eigentlich? nur deswegen Krieg anfangen oder was? Das ist blöd. Forderung. Okay, die einen wollen, dass ich halt ganz viele Planeten erobere. Das ist das eine Volk von mir, aber von Gegner, nicht einfach so, sondern das müssen gegnerische sein. Schade. Oder ganz einfach, dass ich die Vorherrschaft im gesamten Galaxie habe. Ja, klar, Ja, sicher. warum auch nicht, ne? Ist ja Und eigentlich was ganz easy. wollen die? Okay, das ist ja einfach. Es dürfen keine anderen volle Staatsbürgerschaft haben als meine eigentliche Grundrasse. Das ist ja okay. Okay, ja, naja, dann musst du Dann die den halt einfach nicht, ja. dass die Kernwelt nur aus meinen besteht. Ja, das ist klar, ich kann ja nur eine haben. Ja, das ist sogar fast schon zwingend bei dir, ja. So, ich würde jetzt gerne mal einen neuen Außenposten bauen, aber mir fehlen Oder wenn 15. ich Dominanz und wenn ich Dominanzbehauptung habe, das heißt, wenn ich gegen mehrere Xenoreiche gleichzeitig Krieg führe und die Oberhand habe, dann sind die Okay. auch glücklicher. Ja, Oh, toll. jetzt handeln die doofen... Das doofe gefallene Reich handelt nicht mehr mit mir. Die mochten mich doch eben noch. Was ist denn los mit denen? Vielleicht finden sie es abscheulich, dass ich so wenig Nahrung habe oder so. Keine Ahnung. Vielleicht mögen die das nicht. Das ist eine gute Frage. Also, manche Sachen sind echt extrem beschissen, muss ich hier sagen. Es ist echt nicht so einfach. Also, das war gefühlt vorher, lief das ein bisschen mehr von alleine. Aber es kann auch jetzt an der Wahl meines Volkes liegen und an den ganzen Eigenschaften und so, dass es jetzt so ein bisschen schwierig ist.
Ja. So, ich muss jetzt mal hier wieder ein paar Stationssachen bauen und so. Dass ich hier mal ein bisschen vorankomme wenigstens. Jetzt muss ich echt nachdenken. Oh nö. Wir hatten das, das hatten wir doch schon. Das macht doch keinen Spaß. Hör doch auf. Was soll ich machen? Nachdenken. Was soll ich machen? Weiß ich nicht. Nachdenken. Ja, es ist echt, also du musst echt vieles überlegen, ne? Also jetzt mal ohne Scheiß. Wo baust du die Sternbasen zum Beispiel, also die großen, ne? Also das muss ich mir Gott sei Dank momentan nicht überlegen, weil ich überhaupt kein Geld dafür habe. Also ich kann mir, kann da gar nichts machen. Ja, ich kann jetzt auch nicht mehr haben. Also ich habe 8 von 8. Also. Ich habe 2 von 7. So, ich bin jetzt bei plus minus 0 Nahrung. Das ist jetzt gerade mal mein vorrangiges Ziel hier irgendwie. Da ins Plus zu kommen, damit ich mal ein bisschen Bevölkerungswachstum habe und die Leute mal ein bisschen happier sind. Stimmt, das kann ich machen. Flieg mal dahin, Forschungsschiff. Ab die Post. Fliesch. Ich will da die schwarze Lochanomalie erforschen. Oh, ich habe wieder neue Leute kennengelernt. Das ist immer schön. Jetzt müsste doch die Galaxie aber wirklich mal langsam voll sein. Wo kommen die denn noch alle her? 20% Fehlschlagsrisiko. Wird schon schief gehen, ne? Anderes Reich erhebt Anspruch. Ach, das High Kingdom. Die mal wieder, ne? Was wollen die denn haben? Also ich habe schon das Gefühl, da qualifiziert sich gerade jemand als ersten Kriegsgegner, oder? Oh wow, die wollen meine Systeme haben. Ja, bei mir ja auch. Also die direkt an der Grenze von denen. Also probieren schaffen sie eh nicht. Sie können es... Oh, bitte kein Fehlschlag. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn ein schwarzes Loch-Dings fehlschlägt. Ich will es vielleicht nicht wissen. Also entweder wird einfach nur dein Misserfolg eingesaugt. Oh, diese scheiß Piraten, ey. Ich habe keine Lust mehr auf Piraten. Die sollen alle sterben. Ich habe trotzdem was bekommen. Wow. Überfälle treffen plus Corp 5 Physikforschung. The fuck? Was ist denn das? 9300... Alter, nee, da fliege ich nicht hin. Eine 9000er Flotte. Freibeuter. Och, scheiße, Alter, was ist das? Sind das jetzt diese Marauder oder was? Das kann sein, ja. 9000er Flotte, was soll ich denn dagegen machen, ey? Jetzt mal ernsthaft. Sterben? Die haben mir gerade 500 Energie einfach geklaut. So, bumm, weg. Die Das ist so ein... dieses Spiel, ey, das... 500 Energie, ne? Ja, das ist echt viel gerade für mich noch. Also 500 Energie, es war meine gesamte Energie. Ich habe jetzt noch 22 auf dem Konto. Also. Das ist jetzt nicht so das Problem. Puh, ja, für mich schon. La. Bitteschön. Wieso? Ich hab genug davon. Oh, dankeschön. Wo hast du denn so viel Energie her? Ich hab 10.000 Energie oder so. Aber warum? Ich hab 14 plus, wo soll ich denn so viel Energie hernehmen? Ja, ich sag doch, weißt du, irgendwie, es läuft nicht schlecht, wenn man eine Karriere wählt. Mir wird alles zerschossen. Ich hab hier nur Angriffe, überall Piraten, alles geht kaputt. Also, wundert mich, dass ich noch eine 1000er Flotte habe. Ich weiß gar nicht, warum ich die noch habe, wo ich doch ständig irgendwie angegriffen werde und hier eine 9000er Flotte, da eine 1000er Amöbenflotte. Alle fliegen hier ständig durch mein Reich und machen alles kaputt. Keine Ahnung, wie das... Also, weiß nicht, wie ich das machen soll. Wie das jetzt hier weitergeht. Ich komme aus diesem Tief irgendwie gar nicht so richtig raus. Tja. Zwischendurch hassen mich meine eigenen Leute alle so. Pff, toll. Ganz toll. Sagst du, läuft gut, ne? Ja, na wenigstens mal Nahrung kann ich ja ein bisschen ausbauen. Kann ich irgendwas machen, um hier schnell
mal ein bisschen Zufriedenheit zu kriegen. Wenn wir die Sektoren unter Kontrolle halten, indem wir in jedem Einzelnen einen Gouverneur einsetzen. Aha! Guck mal, ich muss... Aber ich habe doch nur einen Sektor. Hä? Habe ich da nicht einen Gouverneur? Nee, habe ich nicht. Okay. Dann muss ich nur einen Gouverneur in meinem einen Sektor machen. Und schon habe ich... Müsste ich ja eigentlich ein bisschen mehr Zufriedenheit haben. Ja, ha! Oh, 7% Zufriedenheit gewonnen. Nur durch diese eine Sache. Ja, man muss sich halt auch mal ein bisschen angucken, was die so wollen, ne? Sorgt für Zustimmung beim Monarchist. Die Ausweitung unseres Einflusses in den Untertanen sorgt für Bestimmung. Gut, das kann ich alles nicht machen. Da kann ich alles nicht. Was ist hier? Friedensschluss? Nicht Angriffsversprechen? Construction complete. Gouverneur erlangt Eigenschaft. Ja, schön. Bravo, bravo, bravo. Ich muss auch echt mal ein bisschen meine Raumstationen ausbauen. Das habe ich hier wirklich noch gar nicht gemacht. Oh, Frieden wurde gemacht. Okay, was ist passiert? Was wollt ihr denn haben? Wenn wir uns als Rivale von mindestens zwei Nachbarn positionieren, dann finde ich das gut, okay. Wenn wir uns zum Lehnsherrn aufschwingen, finde ich das gut. Wenn wir Alienplaneten umfinden, finde ich es gut. Die ausbleibende Gestattung uneingeschränkter Kriegsführung, okay. Hat irgendjemand was gegen uneingeschränkte Kriegsführung? Dann würde ich das nämlich machen. Nee, scheinbar nicht. Wie mache ich denn das? Uneingeschränkte Kriegsführung ist dann bei Kriegsphilosophie. Und hä, uneingeschränkte Kriege habe ich doch. Hä? Ich verstehe es nicht. Aggressive Diplomatie. Die ausbleibende Gestattung uneingeschränkter Kriegsführung sorgt für Missfallen. Aber, ja, es hat aber eh gerade keinen Einfluss auf die Zufriedenheit. Tradition, die Annahme der Tradition, Vorherrschaft betonen, sorgt für Zustimmung. Barrett Legion, okay. Ach so, ich hätte jetzt Vorherrschaft hier machen müssen, okay. Ach man, das ist aber auch kompliziert mit diesen ganzen Fraktionen. Ich weiß schon, warum so ein schönes Roboterreich auch was für sich hat. Da nerven nicht alle so. Ja, das stimmt. So, die haben ja auch nicht genug Nahrung in dem Sektor irgendwie. Ach man. Alles, weil mein dummer Sektor es nicht auf die Kette kriegt, mal ein bisschen Nahrung anzubauen. Deswegen haben die minus 5 Nahrung in dem Sektor. Und -5. Ja, deswegen habe ich halt im Gesamtreich halt auch Minus, weil das halt immer von da geliefert werden muss halt natürlich. Ja, klar. Ach, Mann, ey. Ach, Menü. So, langsam komme ich aber mal ein bisschen auf die Beine, was Ressourcen angeht. Mit meinem Reich bin ich jetzt so von der Ausdehnung her auch erstmal für den Anfang recht zufrieden. Ungefähr so groß wie deins auch. Stationen ausbauen kostet aber auch Mineralien. Naja, es kostet 300 und dann später 600. Das habe ich nicht. Kann ich mir nicht leisten. 270 Sternhafen. Oh, die wollen noch mehr Reiche. Die wollen mehr von mir. Dieses High Kingdom. Ja, die müssen wir echt langsam mal platt machen. Aber ich habe halt überhaupt nicht die Ressourcen, um jetzt da einen Krieg zu führen. Also du hast sie wahrscheinlich schon eher, aber... Na, Mineralien habe ich gerade nicht so. Ja, ich halt auch nicht. Also plus schon, ist in Ordnung, aber ich habe halt einfach gerade nicht so viel. Weil ich halt alles erstmal mit Außenposten... Ja, ich auch. Da gehen halt immer 100 Mineralien drauf jedes Mal und das tut halt weh. Die sind dann halt weg. Das ist schon ein bisschen scheiße. Ich lasse mir mal ein bisschen mehr von meinem Sektor geben. Erhöhe das mal auf 75% Abgabe.
Der hat zwar auch nicht viel, aber dann kriege ich schon mal nochmal 4-5 Minereien mehr pro Monat. Ich kann ja eigentlich auch mal mit dem... mit irgendwem hier mal ein bisschen handeln. Die waren doch eigentlich... Wolltet ihr mir Minereien geben? Nee. Also nur ganz wenig. Aber gegen 100 Minereien muss ich jetzt nichts eintauschen. Was mit euch? Habt ihr Mineralien? Handelsabkommen? Mineralien? Die haben ein bisschen was. Dann... Aber auch nicht viel, ey. Warum haben die alle nur so wenig? 290 Mineralien. Naja, ist ja immerhin etwas. Da kann ich dann schon mal ein bisschen was mit anfangen. Gut. Dann baue ich jetzt mal hier ein System voll mit Bergbaustationen. Ja, ich muss einfach mal ein bisschen mehr Mineralien produzieren. Also wenn ich jetzt mal 40, 50 pro Monat produzieren würde, dann würde das ganz anders ablaufen hier. Dann könnte ich viel schneller die Sachen alle bauen. Dann könnte ich auch mal wieder noch einen Planeten besiedeln. Hier ist ja noch einer, den ich besiedeln kann. So ein 13er hier im Polystea. Das Konstruktionsschiff... Oh, da ist eine Piratenstation. Na toll. Hervorragend. Dann muss ich da doch wohl mal meine Flotte hinschicken und die Piratenstation wegschubsen. Mhm. Schubsi wupsi. Construction complete. Was ist complete constructed? Bergbaustation, okay. Wir werden diese Exemplare... Ah, Beschaffung von Alien-Exemplaren. Ja, von mir aus. Gib mir doch den... die Aufgabe. Wo sind hier Trümmer? Hm. Habe ich denn eigentlich einen Forscher Stufe 5? Ja, habe ich. Können wir ja mal das Spezialprojekt hier erforschen. Wie wär's denn damit? Das blinkt da so vor sich hin. Construction complete. So, die Konstruktionsschiffe tun ihr Bestes, aber können natürlich auch nicht zaubern. Ja, ohne nee. Mineralien baut sich's halt auch einfach schlecht. Ja, das stimmt. Naja, Mann. Mann, meine Viecher fressen aber auch eine Masse an Nahrung. Das ist unglaublich. Ich muss echt noch mehr investieren in Nahrungsproduktion. Hätte ich echt nicht gedacht, dass das so krass wird. So extrem, ne? Ja, ich bin immer im Minus. Ich baue ständig neue Hydrokulturfarmen und brüste die auch auf und so. Aber die fressen das wirklich. Das ist merkwürdig, weil ein Bewohner kostet doch eigentlich eine Nahrung. Ja, scheinbar... Naja, ich produziere ja halt mit den Gebäuden, die ich habe, nicht so viel, weil die ja alle nur 40-50% Zufriedenheit haben. Das gibt ja Abzug auf die Produktion und das ist natürlich extrem schwierig dann irgendwie. Oh, die, mir wurde der Krieg erklärt. Von den Hai-Typen? Ja. Okay. Ah klar, die erklären mir den Krieg und sofort gehen meine Unruhen nach oben oder was. Oh, ich kann Wurmlochreise erforschen. Das mache ich mal. Oder nee, mache ich nicht. Ich mache jetzt erstmal Röntgenlaser. Nächste Stufe Laserwaffen. So, dann habe ich jetzt auch den Krieg erklärt mit meinen Anspruchsrechten, ihr Drecksäcke. Okay, jetzt wird's interessant. Now this is going to be fun. Also wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird's eher ganz schön scheiße, aber... Mal gucken. Handelsabkommen... Ich hätte gerne wieder Mineralien. Und gehe sofort in den Krieg. So.
Konstruktionsschiff baut währenddessen hier Bergbaustation. Ja, dann greife ich mit meiner 3000er Flotte an. 3000 hast du schon, nicht schlecht. Knapp, ja, 1,4 die eine und... Ne, gar nicht, sind es gar nicht 3000, was laber ich da? Und 933 die anderen. Also sind es 2,3. Ja. Okay. Ja, bin ich ja mal gespannt, ob das was wird. Wie stehst du zu ihm? Bist du überlegen, unterlegen, gleich? Das weiß ich nicht. Da kannst du auch kurz angucken. Ich sehe das ja nicht, wie es bei dir aussieht, sozusagen. Er ist überlegen. Ja, na, bei mir ist halt auch überlegen. Das ist, deswegen habe ich jetzt auch, war ich jetzt eher unaggressiv ihm gegenüber. Er ist mir überlegen. Ja. Es ist... Wieso? Achso, weil hier noch eine Piratenstation ist. Die können wir ja noch wegschießen. Ja. Das ist aber kacke, wenn ich den Krieg verliere. Dann hast du den Krieg verloren. Ja, wir werden... Ja, aber der will so viel von mir. Ja, dann hast du alles verloren. Oh! Was, oh? Jetzt erklären wir alle anderen den Krieg. Also, wie, was? Wenn ich den... Ja! Nein! Doch. Was ist denn da los? Wieso passiert das? Ich hab Angst. Das Geile ist, wenn ich den Krieg jetzt verliere, beide, dann habe ich kein Reich mehr. Ja, gut. Oh, shit. Aber die Flotten haben sich aufgeteilt vom Gegner. Das ist, glaube ich, was Gutes. Keine Ahnung. Ja, für mich ist das gut, weil die Flotten sind mal weg. So. Ja gut, aber dann testen wir jetzt mal. Neue Spielmechanik, ja. Wenn ich die Sternbasis hier zerschreddere, dann hoffe ich, klappt das. Bringt das irgendwas, ja. Ich kann dir auch echt nicht groß helfen. Mit meiner 1000er Flotte bin ich jetzt keine große Hilfe. Also ich kann das probieren, aber ich habe halt echt nicht die Ressourcen, um da jetzt groß mit Krieg zu führen. Ah, Mann. Alter, woher nimmt er die Schiffe? Ich meine mal gut, dass die aufgeteilt wäre. Alleine hätte der nicht eine über 3000er Flotte gehabt, aber... Hm. Wo sind denn eigentlich meine Forschungsschiffe alle? Da unten ist eins, da ist eins. Okay, die sind weg. So kann ich das aber tatsächlich handhaben. Na, hoffentlich. Gegnerische Flotte, eine 1000er Piratenflotte. Come on! Verpisst euch einfach! Ich will nichts mehr von Piratenflotten sehen. Es ist mir zu blöd mit diesen dummen Piraten. Sonnensegler, Ingenieurforschung bekommen. Ich muss eigentlich auch mal wieder Schiffe bauen, aber ich kann nur eine 24er Flotte, also ich kann nur 24 Flottenkapazität haben. Das ist auch nicht so viel. Mich weiter ausbreiten bringt eigentlich auch nicht so richtig viel, weil ich ja gar nicht das Geld habe, um dann was draus zu machen, also irgendwie zu nutzen. Ausbreitung nur, weil man dann schön groß aussieht, ist jetzt auch nicht so sinnvoll. Ich glaube, ich handle mal ein bisschen mit den Händlern. Möchten gerne Mineralien kaufen, bitte. Ja, es ist ja lustig. Was ist lustig? Wenn du die Sternbasen zerstörst. Ja. In dem System, also die wirklich komplett abschneidest, dann gehören dir alle normalen Basen in dem System hier. Okay, cool. Das heißt, man sollte die Sternbasen wirklich gut sichern. Ja. Also das haben wir sowieso schon festgestellt. Ansonsten verlierst du das ganze System tatsächlich. Hm. Das macht es natürlich strategischer. Ja. Er will hier eine neue aufbauen, damit er das System wieder zurück hat. Das erlaube ich dir aber nicht. Na gut, dann werde ich jetzt auch mal Sternbasen ausbauen. Dann hast du recht, dann macht das Sinn.
Dann verbessere ich mal hier eine und dann da oben noch eine. Hier am Rand meines Gebiets. An den Einfahrtschneiden sozusagen. Dadurch kriegst du auch Kriegsfortschritt, ne? Also ich habe jetzt schon 30%. Okay. Ich wollte gerade in dem System meine Sternbasis ausbauen und dann kommt eine 1000er Piratenflotte und zerschießt mir den Außenposten. Ach Mann. Es ist wirklich so. Alter, so ein Drecksack. Das macht die KI tatsächlich auch. Der ist sofort auf meine Sternbasis gegangen. Der Penner. Und das baut hier eine eigene. What the fuck? Ja, scheint was das ist denn ja mit dir dürfen. Kaputt? So, hat er mir die Sternbasis zerschossen? Das ist ja nicht so schön. Die Sternbasis ist deaktiviert. Wie lange ist die denn deaktiviert, wenn ich mal doof fragen darf? Sieht man das irgendwo? Ach, jetzt füllt sie ihre Trefferpunkte wieder auf. Ach, erst wenn sie wieder... Dann verbessere ich die jetzt. Dann wird die hier... Das ist meine Grenzsternbasis. Dann wird die halt jetzt kräftig aufgerüstet. Nach allen Regeln der Kunst. Nach allen Regeln der Kunst. Okay. Was? Alter, woher nehmen die diese Schiffe her? Bitte, wie viel hat er was? Denn? Ja, wieder eine über 3000er Flotte. Die KI cheatet. Das, wir haben doch eigentlich keine krassen Vorteile eingestellt. Tja. Na gut, du, lass mal eine kleine Pause machen. Wir gucken nächstes Mal, wie der Krieg da ausgeht bei dir. Wenn nicht, dann wie immer, dann flüchtest du dich einfach in mein Gebiet, kriegst hier noch irgendwie so einen kleinen Gaia-Planeten. Ich hab da noch zwei, drei rumliegen und dann... Ach man, Mist, dass das mit den Gaia-Planeten ja so blöd ist bei dir. Ah. Das ist eigentlich cool. Ja, es ist auch, aber es ist schwierig dadurch. Ich hab noch keinen einzigen Gaia-Planeten überhaupt gesehen. Oh, wow. Deinem. Wow. Ganz oben kommt der Attack-Swarm mit auch über 2000. Aha. Na gut. Klingt schlimm, ist es auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye-bye.